Was geht, meine Freunde? Hier ist euer Sam Desio und ich habe eine kleine Info, bevor das Video anfängt. Es wird richtig krass, also haltet euch fest. Dieses Video wird glücklicherweise gesponsert von Lords Mobile, die gerade Geburtstag feiern. Die es jetzt 3 Jahre schon gibt. 3 Jahre Seite an Seite. Und dafür habe ich zusammen mit Lords Mobile für euch richtig coole Geschenke vorbereitet. Da gibt es Playstations, da gibt es Nintendos und vieles, vieles mehr. Nur für euch. Und das alles könnt ihr gewinnen, aber ihr müsst kurz zuhören, wie genau das denn funktioniert. Weil ich würde jetzt zum Beispiel selber gerne teilnehmen, aber hey Simon, wie kann ich denn überhaupt teilnehmen? Spitz deine Ohren. Viele von euch kennen das Mobile bereits, aber für die von euch, die es noch nicht kennen, hier mal ein kleiner Einblick. Es ist ein richtig geiles Spiel, wo du aufleveln kannst. Ihr könnt das überall downloaden, auf euren Handy, auf euren Tablet, iOS, Android, ganz egal, überall. Ihr könnt eure Burg aufleveln, ihr könnt Truppen ausbilden. Somit levelt ihr euch ab und ey, es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich selber zock's natürlich auch ein bisschen, ich bin auch schon ein bisschen weit gekommen. Oh. Wenn ihr euch ein bisschen reinhängt und ein bisschen mehr spielt und bis zu Level 8 kommt, eure Burg aufgelevelt habt, bis zu Level 8, dann habt ihr mehr Chancen, coolere Preise zu gewinnen. Just saying, also zockt ein bisschen. Das ganze Event dauert nur 7 Tage, also sei dabei. Download ihr Lords Mobile für krasse Geschenke und auf geht's. Was geht, meine Freunde? Hier ist euer Sam Desio. Ich habe heute mal wieder einen Special Guest am Start, den Fati. Was wir heute machen werden, ist etwas richtig krasses. Und zwar, es geht mal wieder um eine Menge Kohle. Weißt du schon, wie viel? Wie viel? 10.000 Euro! Was? Was wir heute machen werden, ist, wir werden versuchen, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und der schafft weniger zu lachen, der hat gewonnen. Das bedeutet, ich werde dich zum Lachen bringen oder versuchen. Ja. Und bist du ready dafür? Natürlich, Junge. Ja, bist du auch witzig? Ja. Ja, Mann, das war nicht witzig. Also Leute, das wird richtig lustig. Nicht vergessen, hier auf dem Kanal findet ihr ab oft genug Videos. Also abonnieren, falls du nicht abonniert hast. Und dann klickt auf den Button und dann klickt auf die Glocke. Und jetzt schon mal erstmal einen dicken Daumen hoch. Wie viel sollen wir geben? 3 Millionen. 3 Millionen Daumen hoch! Einfach mal 3 Millionen Daumen hoch und schauen, ob wir das schaffen können. Ist auch gar nicht übertrieben, aber ich würde sagen, wir fangen direkt an und bis gleich. Yo Leute, ich werde diese Challenge auf jeden Fall gewinnen, denn ich habe die ultimative Taktik. Denn ich werde mir einfach Witze aus dem Internet aussuchen, Freunde. Wie einfach ist das denn? Warum leckt sich ein Hund die Eier? Weil er es kann. Nein, nein. Ah Leute, ich habe eins, hört genau zu. Polizeikontrolle, Alkohol, Drogen. Verkaufen sie auch Pommes? Nein, nein, das ist nicht gut, Freunde, wartet. Auf der Polizeistation klingelt das Telefon. Kommen Sie sofort, es geht um Leben und Tod. Hier in der Wohnung ist ein Hund. Wer ist am Apparat? Die Katze. Freunde, ich glaube, das wird doch schwerer, als ich gedacht habe. Leute, ihr könnt schon sehen, Digga, ich bin schon super witzig am Start. Ihr zu Hause seid bestimmt schon direkt am Abkrachen, so richtig so Bauch festhalten, weil das Simon mit einem Topf auf dem Kopf hängt. Also ich habe mir einige Sachen vorbereitet. Ich werde Fatih dazu bringen, dass wir eine Challenge machen, wo wir uns gegenseitig zum Lachen bringen. Und da werde ich auf jeden Fall gewinnen. Denn ihr seht schon, wie lustig ich bin, oder? Yo Leute, ich habe immer noch keine guten Witze gefunden. Was ist das für eine Seite? Ey Leute, ich glaube, das wird schwerer, als ich gedacht habe. Fatih? Ja? Ja. Ich habe eine Überraschung, guck mal. Ich bin der Salzstangenmann und ich habe Salzstangen an. Ich bin der Salzstangenmann, Salzstangenmann, Salzstangenmann. Also Fatih. Salzstangen, verstehst du? Ah no, Salzstangenmann, ich bin so witzig. Wo ist dein Lachen, Bruder? Kein Lächeln? Nee. Schade, Digga. Okay, Leute, leider hat das gerade mit dem Salzstangen mal nicht so ganz geklappt. Ich weiß nicht, also ich fand es richtig lustig. Aber ich habe jetzt eine Idee, und zwar habe ich hier eine Binde, also eine Augenbinde. Und ich werde jetzt einfach die Frage dazu bringen, dass wir gegenseitig uns das aufsetzen, abnehmen und muss der andere was Lustiges machen. Weil dann hat man mehr dieses Lachen. Also ich werde mal Ihnen das vorschlagen und gucken, ob er ja zu ja sagt. So. Und dann auch diese. Okay. Okay, das sehe ich, Digga. Das war echt witzig, Liegestütze und so. Digga, oh, Bruder, ich war einfach nur Liegestütze, was ist los mit dir? Achso, das war gar nicht witzig gemeint, oder was? Nein. Oh, achso. Dann zählt auch das Lachen nicht, weil das, ich habe mitgespielt mit dir. Junge, nein, Junge, du hast einen Minuspunkt, du hast so gelacht. Nein, das zählt nicht, weil das war ja nicht mal witzig gemeint, verstehst du? Das war ja, du hast ja das nie extra gemacht. Ja, Junge, du hast aber trotzdem... Nee, passt schon, 0-0 immer noch. Oder? Was sagt ihr, Leute? Schreibt mir in die Kommentare, zählt das ja oder nein? Lasst mich wissen, ist jetzt noch nur 0 oder habe ich einen Minuspunkt? Schreibt es mal in die Kommis. Okay, Fadi, pass auf, ich habe eine super Idee. Ich habe hier diese Binde, ne? Ja. Die sich Frauen zwischen die Beine stecken. nee, okay. Eine Schlafmaske und wir werden es gegenseitig aufsetzen. Ne? Also du hast sie auf, ich sitze genau hier und ich werde dann einfach irgendwas Lustiges machen. Du musst sie absetzen und dann ist dieser Effekt ist da halt. So, papa, was Witziges geschehen, weißt du? Also, damit du dann lachst so. Verstehst du? Damit du lachst, ne? Ja, damit du lachst so. Damit du lachst. Damit wir beide lachen und alle verlieren und keine 10.000 Euro ausgeben werden müssen.
Nein. Minuspunkt! Minuspunkt! Die Challenge hat noch nicht gestartet. Das zählt. Die Challenge hat noch nicht gestartet. Jetzt erst. Okay, das ist nicht nochmal gerettet. Okay, Simon, ich hab was richtig krasses. Du kannst deine Maske anziehen. Okay, ich setz sie mal auf. Digga, check's nicht, dass du nicht lustig bist. Digga, das ist nicht witzig? Ja, im Ernst, dass du das nicht witzig findest? Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Ja, okay. So, du kannst jetzt absetzen. Was zum... Hey, Simon. Mhm. Bist du bereit? Normal. Irgendwie, wenn ich die Leute angucke, die wollen mich direkt schlagen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum, Alter. Weißt du vielleicht warum? Sehe ich nicht lustig aus? Nein, Mann. Ich hab nicht gelacht, nächste Runde, auf geht's. Boah, scheiße. Okay, Fatih, bist du ready für die nächste Runde? Ja, ich bin ready. Dann setz mal gerne die Binde auf. Binde, ja. Verstehst du? Okay, ich bin ready soweit und du kannst die Binde absetzen. Hey! Schönen Tag und willkommen bei der Simon erklärt, wie man Kinder hütet Show. Hier haben wir meine kleine Fatina, ne? Und ich werde euch heute zeigen, wie man mit Babys richtig umgeht. Baby muss pinkeln, kein Problem. Okay. Das war ein bisschen zu doll. Also macht das bitte nicht bei euren richtigen Kindern. So, das Baby ist durstig, kein Problem. So, das Baby war mal wieder frech, kein Problem. Wir sind ja gute Eltern. Was? Fortnite? Schon wieder? Du spielst schon den ganzen Tag! Minuspunkt! Minuspunkt! So Leute, nachdem Fatih gerade einen Minuspunkt bekommen hat, was für mich natürlich richtig super ist, weil ich einen Punkt höher bin sozusagen, hat er gesagt, er muss was vorbereiten und ich soll die Maske einfach abnehmen. Das werde ich mal einfach tun und gucken, was passiert. Und er ist nicht da. Ja, Mann, das ist witzig. Du bist... Oh, moin. Hallo Freunde, heute mal wieder bei Art Attack. Ein Porträtbild von Simone de Suhr. So, da, so, fertig. Und, wie findest du es? Ist gut? Oder, das ist nicht mal witzig, sieht nicht mehr aus wie ich. Junge, du musst auf die Details achten. Was für Details? Guck dich mal heute runter. 1:1 originalgetreu. Oh, ich verstehe. Hä? Okay, ich hab's gespielt. Ja? Du hast gelacht. War gut. Oh mein Gott. Geil. Okay, Fatih, bisher steht es 2:1. Das heißt, du musst jetzt lachen, beziehungsweise ich muss jetzt zum Lachen bringen, damit wir Gleichstand auf sind. Deswegen habe ich mir was richtig Cooles für dich vorbereitet. Und ich denke, wenn du da nicht lachst, dann weiß ich echt nicht, wo dein Humor hin ist. Also, setz die Maske ab und... Viel Spaß bei der Master Show. Gut, auch abschätzen oder? Oh. Kommst du noch? Ja, Momentchen mal hier. So. Digga, was ist das? So. Was ist das? Das ist ein echter Traubenminze-Bonbon. Okay. Bruder, wie kannst du da nicht lachen, Digga? Bruder, war das nicht witzig? Bruder, Hand aufs Herz, ne? Das war richtig schlecht, ehrlich. Digga, dein Ernst, das war nicht witzig. Du hast keinen Sinn für Humor. Okay, Fatih, ich habe hier Angebot zu machen. Was? Es steht ja gerade 2:1. Nee, auf jeden Fall habe ich einen Punkt weniger als du, ja? Ja, normal. Das bedeutet, wir machen jetzt ein Special. Was hältst du von einem Speziale? Ein Special. Was für ein Special? Wir machen es jetzt so. Wir erzählen jetzt gegenseitig Witze. Du einen Witz. Ich einen Witz. Bedeutet,
Wir machen es so, dass der Witz jetzt 2 Punkte bringt. Heißt, wenn du mich zum Lachen bringst, hast du automatisch gewonnen. Wenn du mich aber nicht zum Lachen bringst, aber ich dich, hab ich automatisch gewonnen. Digga, was hab ich davon? Ich hab einen Punkt mehr als du. Digga, auf Adrenalin, Bruder. Ein bisschen Action hier reinbringen. Digga. Bist du kein Actionstar oder was? Okay, dann machen wir es so. Dann gehst du nicht mehr um 10.000, sondern um 15.000. I am the one, the way, the time, don't need a gun to get respect up in the streets. Ja, okay, ja, schon dabei, schon dabei, schon dabei. Okay, mach mir okay. So. Dann würde ich sagen, ich bereite mich richtig vor auf den richtigsten Witz aller Zeiten. Und du hast auch nochmal 10 Sekunden Zeit, dir Witz zu überlegen. 10 Sekunden? Ja gut, 10 Sekunden war es übertrieben. Nein, Mann, du hast keine 10 Sekunden, du hast 15 Sekunden. Ey, Digga, übertreib doch. Okay, 15 Sekunden! Warum zum Teufel läufst du in der Küche? Das sind doch keine Witze, Bruder. Wo bin ich? Ein Flachwitz, kein, was machst du da bei meinem Zuhause? Versteht ja mein Zuhause Müll und so. Digga, suchst du gerade echt einen Witz? Ist das schon ein Witz, oder was? Du bist Weil ein wenn Witz. Ja, ist da echt Du bist ein Witz. Bruder, der ist echt witzig, bisschen. Es geht um alles. Das finale Witze-Battle. Wer wird es schaffen, den witzigeren Witz zu zerwitzen? Haha, das war witzig. Wer wird ihm bessere Witz bringen? Wir erfahren es jetzt. Okay, lange haben wir beide überlegt. Bist du bereit für deinen ultimativen Flachwitz? Bist du bereit? Ich bin bereit. Also ich meine, wenn wir über Flachwitze reden, kann man auch direkt dein Gesicht nehmen, oder? Das war noch nicht mein Witz, der zählt noch nicht, der zählt noch nicht. Okay. Hast du einen Witz? Ich weiß, die da draußen, die können schon gar nicht mehr durch meine richtigen Flachwitze gerade. Mein ultimativer, ich muss dir die Info geben, dass dieser Flachwitz mein Lieblingswitz ist seit über 10, bestimmt schon 15 Jahren. Mhm. Wenn du da nicht lachst, dann weiß ich auch nicht. Okay. Deswegen wollen wir was spannend halten. Erzähl mir erstmal deinen, denn wenn ich jetzt lache, hast du automatisch gewonnen. Wenn ich nicht lache, dich aus dem Lachen bringe, habe ich gewonnen. Das ultimative Finale zwischen Fatih und Simon. Are you ready to rumble? Dann dürfen wir uns jetzt küssen. Das war noch nicht der Witz, 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 Leute. Obwohl das auch schon richtig witzig war. Ich bin ready für deinen Witz. Was machen 2 wütende Schafe? Ich hab keine Ahnung. Sie kriegen sich in die Wolle! Sie kriegen sich in die Wolle! Nein? Gib mir eine Sekunde. Das war nicht witzig! Junge! Nein, Digga, komm, was war denn daran witzig? Ey! Junge, weißt du, wie lange ich gesucht habe für den Witz? Digga, ich muss echt sagen, ganz ehrlich, ne? 2 Minuten! Oh, was? Boah, ich hab gerade genießt, Digga. Immer diese Pollen hier heute. Immer so. Diese Pollen, Alter. Ich dachte schon, was Nein, Bruder, ich hab Fenster auf Pollen und so. Fatih, nach all den Witzen, die ich dir heute erzählt habe, als Vater, als lebende Luftpumpe, halte dich fest. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, ist sein Pony weg. Bruder? Bruder, weißt du, wie alt der Witz ist? Du findest den nicht lustig, Digga? Bruder, weißt du, wie alt der ist? What? Der Witz aller geht kaum so witzig. Ich kann das gerade ehrlich nicht glauben, dass du dem, dem Witz jetzt erzählt hast. Digga, weißt du was? Ich bin hart aus Herz, ne? Weil du bei diesem Witz nicht gelacht hast. Digga, du hast diese 10.000 Euro echt sogar verdient. Nur 15.000? Diese 10.000 hast du echt verdient. Was? Was für 15.000, Bruder? Haben mich gerade 15.000 gesagt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Cowboy zu Friseur ging und kam raus. Das macht mich traurig. Nee, Digga, 10.000 Euro für dich. Man muss zugeben, du hast es hier verdient. Wer bei diesem Witz nicht lacht, der hat auch kein Herz. Ich schicke dir diese 10.000 dann einfach nächste Woche. Nein, Bruder, jetzt gib dir auch mal Dreck, wenn du gewinnst. Ich hab voll vergessen, ich hab noch was zu tun, Digga. Ich hab noch was zu tun. Ich hab voll vergessen, dass ich der Cowboy bin.